Ist dir schon mal aufgefallen, dass über manchen Videotiteln Hashtags stehen und sie auch noch klickbar sind? Wie du selbst bei deinen Videos die Hashtags anzeigen kannst und was sie dir überhaupt bringen, erfährst du jetzt. Moin moin, ich bin Sebastian und wenn du das erste Mal hier bei Videomacher bist und die besten Tipps und Tools für deinen YouTube-Kanal bekommen willst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Wie schon gesagt, jeder von uns hat sie schon gesehen. Hashtags über Videotiteln. Dies geht bei alten wie auch bei neuen Videos. Es gibt aber eine Limitation. Man kann nur maximal 3 Hashtags anzeigen lassen. Wenn man mehr einträgt, werden einfach die ersten 3 genommen. Aber fangen wir mal mit dem einfachsten an. Wie füge ich sie hinzu? Ganz einfach. Ich kann sie in den Titel oder die Beschreibung hinzufügen. Und sie werden nach dem Speichern direkt angezeigt. Die Position in der Beschreibung ist egal. Ich würde sie aber immer ganz an das Ende setzen, da sie in der Beschreibung selbst keinen Mehrwert für den Zuschauer bieten, wenn er sie hier liest bzw. findet. Wenn man nun auf einem Video mit einem Hashtag ist, kann man auf diese klicken und kommt zu der YouTube-Suche nach dem Hashtag. So einfach ist es. Und bevor wir die Frage beantworten, ob du sie verwenden sollst, schauen wir erst einmal, was sie eigentlich bringen und welche Nachteile sie haben. Als wichtigstes, sie haben keinen Einfluss auf das Ranking deiner Videos. Es ist egal, ob du welche hast oder nicht. Deine Videos werden dadurch nicht höher in der Suche angezeigt. Sie geben dir theoretisch aber die Möglichkeit, dem Zuschauer zu zeigen, in was für eine Kategorie dieses Video, also das Video, das er sich gerade anschaut, geht oder über was genau es ist. Theoretisch deswegen, weil du ja schon einen Titel hast, der es sagen sollte, über was dieses Video handelt. Du kannst sie aber sehr gut für dein Branding nutzen, also zum Beispiel nochmal hier deinen Kanalnamen reinschreiben, damit jemand, wenn er draufklickt, alle Videos von dir sieht. Oder aber deinen Namen, damit jemand alle Videos von dir finden kann, in denen du bist. Aber nur wenn in den anderen Videos auch das Hashtag verwendet wird. Nur dann findest du es. Du kannst es aber auch nutzen, wenn du ein Video zu einem bestimmten Event machst oder einer Kollaboration mit jemand, damit man in einem Klick weitere Videos zu der Person oder dem Event finden kann. Das bringt uns aber auch gleich zu dem größten Nachteil. Die Hashtags leiten den Zuschauer weg von deinem Kanal, von deinen Videos. Wenn ich zum Beispiel als Hashtag Tutorial habe, leitet ein Klick darauf in der Suche nach Tutorials, also die Suche nach Tutorials. Und hier werden alle Videos angezeigt, die das Hashtag Tutorial haben, nicht nur deine. Und das bringt die Frage auf, soll ich sie denn überhaupt verwenden? Ich würde sie immer verwenden, da ich glaube, dass YouTube sich definitiv dabei was gedacht hat und auch in der Zukunft vielleicht viel mehr damit macht oder noch neue Features dafür kommen. Und wenn du dann nachträglich überall Hashtags einfügen musst, ist das nervig. Aber ich würde nur Hashtags nehmen, die entweder über dich sind, also deinen Kanalnamen, oder aber zu Suchen leiten, in denen du mit deinen Videos dominierst. Also, wenn man auf das Hashtag klickt, sieht man sicher 4 weitere Videos von dir selbst. Also in einem Bereich, wo du einfach viele Videos hast. Sie sind also mit Vorsicht zu verwenden. Was du aber ganz einfach und sicher machen kannst, sind Infokarten gezielt und effektiv verwenden. Schau dir unbedingt mein anderes Video dazu an. Und willst du dich mit anderen Videomachern und mir austauschen, dann tritt der Videomacher-Facebook-Gruppe bei. Den Link hierzu findest du unten in der Beschreibung. Und wenn mein Video dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und es mit anderen Machern teilst. Und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht hast, damit du erfolgreicher auf YouTube wirst.